Träume sind dafür da, gelebt zu werden. Diesmal bin ich mit Annette unterwegs, in Mexiko. Come on, jump in and get inspired. Wir wollen dort etwas in der Karibik planschen, die tropischen Wälder erforschen und die Maya-Pyramiden sehen. Die Halbinsel Yucatan teilen sich drei Länder, nämlich Mexiko, Guatemala und Belize. Wir mieten uns ein Auto in Cancun. Unser erstes Ziel, Lumapi, liegt nordwestlich von Tulum. Wir biegen von der Carretera 109 links ab und befahren eine Waldpiste. Links und rechts der Piste liegen einige Anwesen. Es dauert nicht lange und wir kommen in Lumapi an. Den Link zur Website findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Hier stehen bleiben? Oder? Hier reinfahren. Sicher? Die urigen und originellen Bungalows stehen mitten im Wald. Wir sind begeistert. Schon vor unserer Tür hat eine Trichonephila clavipes ein Netz gebaut. Das nenne ich eine Begrüßung. Wir sind jetzt, glaube ich, eine Stunde oder so in Lumapi. Und ich wollte mir gerade eine lange Hose anziehen, damit wir in den Dschungel gehen können. Und schon prompt wurde ich von einem Skorpion gestochen. In den oberen quasi Bereich der Wade hier. Schauen wir mal, ob man was sieht. Hier. Und zwar zweimal. Der war nämlich in der Hose. Tat ein bisschen weh, aber scheint sich jetzt zu normalisieren. Hier ist das Teil. Genau, ist ein Centroides gracilis, ein Jungtier. Vielleicht 5 bis 6 cm lang ungefähr. Aber ich glaube nicht, dass ich mir den hier eingefangen habe, weil die Hose hier hing und er ist seit kurzem. Das heißt wahrscheinlich eher in Cancun eingefangen und der ist dann mitgereist. Er war hier in der Hose, hier drinnen. Naja. Das geht jetzt schon mal gut los. Und jetzt gehen wir mal in den Dschungel. Die Dämmerung naht. In der Ferne ein Gewitter. Schon am ersten Abend finden wir jede Menge Krabbeltiere. Leider können wir die meisten bestenfalls bis zur Familie identifizieren. Große Wolfsspinnen sind hier recht häufig. Loxosceles finden wir oft unter Steinen und in Baumhöhlen. Insgesamt sind aus Mexiko bisher 39 verschiedene Loxosceles-Arten beschrieben worden. In der Nacht stellen wir fest, dass Lumapi voll von Skorpionen ist. Das hier ist ein erwachsenes Weibchen von Centroides gracilis. Sie klettern gerne an Bäumen und Bungalow-Wänden umher. Skorpione kann man sehr leicht mit ultraviolettem Licht winden. Sie fluoreszieren dann grün-gelb bis blau. Das liegt an bestimmten chemischen Verbindungen in ihrer Cuticula. Eine wunderschöne Springspinne hat ihr Nest auf der Unterseite eines Blattes angelegt und verbringt die Nacht darin. Ein Schwärmer hängt im Gebüsch. Und diese Laubheuschrecke ist größer als mein Daumen. Das Netz von Trichonephila clavipes schimmert im Lampenlicht. Nach der Morgentoilette im Freilichtbadezimmer bauen wir uns ein kleines Fotostudio.
Eine Plastikkiste mit Falllaub und einigen Holzstöckchen. Darin wollen wir einige gefangene Skorpione und hoffentlich auch Vogelspinnen unter kontrollierten Bedingungen fotografieren. Danach werden sie wieder freigelassen. Als erstes ist mein Stecher dran. Zum Dank, dass mich der kleine Skorpion gestochen hat, darf er mein erstes Fotomodell sein. Hier noch zusätzlich mit UV-Licht. Danach kommt ein männlicher Centroides gracilis. Ganz deutlich das verlängerte Metasoma, der sogenannte Schwanz. Dann kommt noch eine zweite Skorpionsart dran. Auch eine Centroides Art. Nach der Fotosession schnappen wir uns die Fotos und die Bestimmungsliteratur. Ja, dann mal schauen, was das für einer ist. Also der Edwardsi kommt nicht in Frage. Nee. Ja, das ist das Männchen von dem Edwardsi. Mhm. Das ist der lange Schwanz. Und er hat einen kurzen Schwanz, das ist das Weibchen. Und was siehst du hier? Dieser kleine Dorn hier. Das ist beim Edwardsi ganz klein, der Subapuleiadorn. Und bei dem Ocraceus ist definitiv viel größer und auch nach außen gerichtet. Also quasi in dieselbe Richtung wie der Stachel. Siehst du? Mhm. Das ist quasi in dieselbe Richtung gebogen wie der Hauptstachel. Ja. Wir müssen dann später noch den von unten fotografieren. Und sehen wir mal, wie viele Zähnchen der an dem Pektin hat. Das hier ist das Kammorgan auf der Unterseite. Es trägt Mechano- und Chemosensoren. Ja, und der Schmitti und Torelli fallen ja so vollkommen raus, weil die ja so gepunktet sind wie die Titius Ocelota aus Costa Rica quasi. Das wäre auch schon schön, die auch mal zu sehen. Ne? Ja. Aber cool, zwei Arten von Skorpionen, ne? Mhm. Und genial. Gleich innerhalb von wie viel? Einer Nacht? Zwei Tage. Den Vormittag haben wir gut genutzt. Wir haben uns jetzt eine Abkühlung im Pool verdient. Kurz vor dem Abend durchstöbern wir wieder die nähere Umgebung. Okay, wir waren vorhin Drohne fliegen und dann sind wir hier vorbeigegangen und irgendwas hat mich gejuckt, diesen Stein hochzuheben. Und da haben wir eine kleine Babyvogelspinne gefunden. Leider ist sie mir abgehauen in so ein kleines Loch. Jetzt sind wir wiedergekommen, um sie vielleicht zu suchen. Wir hatten ja auch keinen Fangbehälter. Und dann schauen wir mal, ob die jetzt wieder aus ihrem Loch gekommen ist. Hier unter diesem Stein. Oder auch nicht. Jetzt habe ich das ein bisschen gewackelt. Das war echt ein Baby. Baby, wo bist du? Ah, da ist sie. Zack, und drin. So ein kleines Tierchen hier. Also, das ist hier der Fundort. Also ziemlich schäbig. Nichts mit Dschungel. Sondern das ist jetzt so eine Baustelle. Wie man sieht, alles liegt rum. Hier. Naja, nicht schön. Aber solange es uns zu Vogelspinnen führt, ist das eigentlich schon genial. Siehst du noch was? Naja, vielleicht hier unter diesen anderen Steinen auch noch. Die Babyvogelspinne, ein sogenannter Spiderling, ist noch sehr klein, etwa 7 mm. Kleinen Skorpion gefunden. Kleinen Centroides. Hier, so ein Baby. Frisch geschlüpft quasi und der frisst eine Schabe. Mhm.
kleiner Leguan. Putzig, ne? Dass man alles auf der Suche nach Vogelspinnen und Skorpionen so alles findet. Kleiner Baby-Leguan. Was für eine Art das ist, da habe ich keine Ahnung. Muss man im Buch mal schauen. Und dann hat er es von Happy. Aber der Kleine nicht. Ja, den lassen wir jetzt auch mal frei. Ne? Mhm. Unter diesem Stein. Ich lasse ihn hier raus. Genau. Bist du noch da? Mhm. Der Wurst da unter den Blättern rum. Ach da. Ein schöner, ein großes Käfer der Liebe. Ein Weibchen, wie man sieht, keine Hörner, kein gar nichts. So, dann soll er da schlafen. Unter der losen Borke eines Baumes finde ich eine enorme Laubheuschrecke. Ja, leck. Die ist ja riesig. Wir gehen dann weiter in den Wald hinein. Also ich habe gerade hier eine Vogelspinne in ihr Loch hüpfen sehen. Eine mit dem roten Hintern. Zumindest ist es schon mal klar, dass es eine Tiltokatl-Art ist. Vom Fundort her vermuten wir, dass es Tiltokatl epicureanus ist. So, ich habe den Stein jetzt hochgehoben und Annette versucht, die Spinne hier rauszuholen. Die Spinne werden wir in unserem improvisierten Fotostudio ablichten und dann wieder hier freilassen. Ein wunderschönes, frisch gehäutetes Weibchen wahrscheinlich. Jawohl. Zeig mal in die Kamera. Glücklicherweise ist auch noch eine brauchbare Haut im Versteck. Diese nehmen wir für Bestimmungsversuche mit nach Deutschland. Auch cool. Wir haben hier jetzt eine Vogelspinne direkt vor unserem Zimmer. Hier, das ist die. Und hier unser Zimmer. Ich wollte gerade Zähne putzen gehen und bin fast auf sie drauf getrampelt. Hier sieht man die stark verdickten Tibien des vierten Beinpaares. Das spricht für Crassicrus lamanai. Diese Art ist ursprünglich aus Belize beschrieben worden. Nach Longhorn und Gabriel 2019 ist Crassicrus lamanai auch aus Guatemala bekannt. Eddie Heimensen hat jedoch schon 2009 über ein Vogelspinnweibchen mit stark verdickten Tibien 4 berichtet und Crassicrus lamanai vermutet. Die einzige andere Crassicrus-Art mit verdickter Tibia 4 ist Crassicrus yumkimil, die aber erst 2017 beschrieben wurde. Bei yumkimil ist die Verdickung aber nur schwach. Somit handelt es sich hierbei höchstwahrscheinlich um Crassicrus lamanai. Cooler Fund auf jeden Fall. Wir finden insgesamt mehrere Männchen dieser Spezies auf unserer Reise. Seltsamerweise aber kein einziges Weibchen. Am Tag machen wir noch ein paar Fotos von dem Männchen. Hier sieht man deutlich die verdickte Tibia 4. So, jetzt geht's in den Dschungel. Wir wollen alle für die Fotosessions gefangenen Tiere an ihren jeweiligen Fundorten freilassen. Hier ein kleiner Trip durch das Habitat von Tiltokatl und vielleicht auch Crassicrus lamanai. Von dem haben wir vorhin zwei Männchen gefunden, aber in der Nacht.
Von daher, wo die Weibchen sind, ist noch unklar. So, und vor zwei Nächten haben wir diese Tiltocatl epicureanum hier gefangen, unter diesem Stein. Und jetzt lassen wir sie frei, nachdem wir ein paar Fotos gemacht haben. Ja. Nach Hause zurück. Nein. Den auch roten Arsch hast du gesehen. Ne? Mhm. Genau. Das Geilste ist, da sind die Cabanas. Und da ist der Kompost. Ja, und Kompost ist da vorne. Kompost gleich Vogelspinne, oder wie? Mhm. So, wir lassen jetzt einen Skorpion frei. Centroroides ocraceus. Den habe ich hier in dem Gebiet vor ein paar Tagen gefangen. Die Fotosession haben wir fertig. Und jetzt wird er hier wieder freigelassen. Ein Heliconius schwirrt im Wald umher. Dieser knorrige Baumstamm sieht interessant aus. Man weiß ja nie, was man daran finden könnte. Schöner Centroides gracilis. Schönes großes Weibchen. Da ist der Skorpion. Und da unten wohnt ein Luxuscellus. Wir genießen noch etwas den Wald. Danach muss ich noch unser Auto reparieren. Denn ein klapperndes Geräusch hat uns auf der Herfahrt ziemlich genervt. Es stellt sich heraus, dass das Hitzeschutzblech über dem Auspuff sich gelöst hat. Eine Nachbarin leiht uns eine Zange und ich behebe das Problem schnell selber. Ah, schau. Am letzten Morgen bekommen wir Überraschungsbesuch in unserer Cabaña. Total genial. Wir haben hier jetzt einen Skorpion am Fenster. Ist nur die Frage, ob er am Gitter ist, von außen oder an dem Vorhang. Und ja, jetzt gehen wir mal raus und schauen, ob der von außen ist. Okay, also, das Baby ist hier zwischen dem Vorhang und dem Moskitonetz, also in unserem Zimmer direkt über unserem Bett. Und putzt sich gemütlich ein schönes großes Weibchen von Centroroides gracilis. Hammercool. Wir schwebten die ganze Nacht in Lebensgefahr. Ich glaube, die muss man umbenennen. Centroroides Corona. Oh mein Gott. Oh.
OMG. Oh mein Goldhamster. So, dann fangen wir den jetzt erstmal. Geil, Oma. Also da ist das Bild. Fangen wir den, oder? Ja. Gehen wir es dem dreckig. Nach ein paar großartigen Tagen in Lumapi wollen wir weiter südwärts, an die Karibik. Annette hat schon ein vielversprechendes Plätzchen im Internet gefunden und auch gebucht. Und auch dort gehen wir wieder auf die Suche nach Krabbeltieren. Come on, jump in and get inspired.